Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Oi, endlich dürfen wir uns auch bewegen. Ach ja. Lang, lang ist's her. The Last of Us Remastered 2014, also ganze 6 Jahre schon wieder. Uff. Mal sehen, ob ich das jetzt noch hinkriege, mit einem PS4-Controller zu spielen. Dad? Ich brauchst du dem Spiel Daddy? Bestimmt eh nichts sagen, weil das kennt eh schon jeder. Außer wieder ich, Pleb. Oder hat jemand den Fernseher angelassen? Stromverschwendung! Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und sofort alle hier wegbringen. Es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Was war das? nichts Gutes. Wo könnte Joel Dad? Sein? Dad! Ich würde sagen, in der Küche. Oder da, wo er seine Flasche versteckt hat. Was ist bloß los? Ich will nie in so einer Zeit leben wollen, ehrlich gesagt. Sein Telefon. Wo? L3? Warte, was ist L3? Ach, da. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. What the fuck war das für ein Stimmbruch? Jetzt habe ich Angst. Ich habe so Angst, dass gleich irgendwas ganz Dummes... ganz Dummes passieren wird. Kann ich hier lang? Ey, wir hatten den Kacktisch hier hingestellt. Die ist nicht so dick, dass sie da nicht durchkommt. Ich will nicht an der Tür lang. Kann mal einer für mich an dieser Tür lang gehen? Das ist doch wieder so eine typische...
Ich spiele keine 5 Minuten, hab schon wieder einen Schiss. Thanks. Oh, dann war es die andere Tür. Die haben 2 davon. Das sind Glastüren, die brauchst du nicht zumachen. Da kommt jeder durch. Okay. Ja? War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, halt los. Hallo, Jimmy. Nein. Da ist wieder eine Glastür. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas? Ein Parasit? Das wäre schön. Weißt du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Er hat nicht mal sein Handy mitgenommen. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Aber bitte nur Musik. Danke. Gänsehaut. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis Farm. Es war Louis Farm. Der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Oh. Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Hätten wir das? Der Krankenwagen kommt eh zu spät. Oh nein, Stau. Alle Idioten haben dieselbe scheiß Idee. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel? Los jetzt! Oh mein Gott. Tommy! Scheiße! Das, was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Verdammt! Nein, dreh ich hier, will nicht dreh hier. Sehen. Nein! Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten. Der Typ ist ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Ich hab Schüsse gehört. Vorsicht! Scheiße. Oh nein! Daddy? Hey! Zurück, Kleines. Zurück. Komm schon.
kaputt. Pass auf! Wo soll der hin? Backstein. Ben! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Komm schon. Lass uns abhauen. Was ist denn? Nein. Oh. Warum? Drecksklischee. Halt dich fest. Okay. Aber wohin? Daddy. Ist tot. Renn durch die Stich. Hab die Augen zu, Kleines. Oh. Oh Mann, es blockt mich nicht. Okay, da nicht lang. Okay, ich hab's verstanden. Die anderen nur mich an, Kleines. Oh nein. Oh nein. Nein, ich will hier weg. Ich will hier ganz schnell weg. Ja. Okay, da auch nicht lang. Ah! Jungs! Macht euch nicht so fett! Der fällt auch schon zum 8. Mal hin. Zurück, es sind zu viele! Hä, aber. Da! Och, Kinder, jetzt lasst mich durch! Ich bin arm. Los! Yikes! Ja, jetzt schmeißt er die Tonne vor mir um. Junge! Nicht jeder für sich, du hast die Waffe. Komm schon! Ich hab ein Kind, ich wieg doppelt. Bewegung! Los zum Highway! Los, du hast Sarah, ich bin schneller als sie. Onkel Tommy? Wir treffen uns dort. Mach schnell! Er hat die Waffe, alles fein. Oh Gott. Okay, da, wo der Baustrahl hinstrahlt. Okay. Wir sind fast da. Ich hab was hinter mir. Ich hab was hinter mir. Komm hier. Nein. Nein. Yeah. Nimm den da. Der schmeckt besser. Nein. Rettung? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Nein! Darf ich ihn umbringen? Wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh, die Schulter. Oh nein. Sarah! Warum muss jedes Spiel traurig anfangen? Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Last of Us. Toller Start. Echt toll. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen.
Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Sommer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Beschissen. Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Ich glaube, das Städtchen hat schon mal schönere Zeiten gesehen. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese Scheiße. Ich frage mich allerdings, wie es dazu kam. Ich wurde für den Arbeitsdienst. Erst wollten ausgewählt. Sie alle abschießen und jetzt so doch nicht? Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Wir gerade wollten sie uns noch abschießen, ne? Eiskalt ermorden. Und jetzt sagen die sich so, ja, wir machen Quarantäne zu. I'm not so sure about it. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Wir ernähren uns von Luft. Wir werden nicht alle sauber sein. Nein! Ich bin nicht infiziert! Es ist falsch! Bitte!
bekommen. Was hat er ihr gegeben? Okay. Erledigt. Okay. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Was? Und umso mehr, die sich ist passiert? Habt ihr den auch noch erschossen? Checkpoint. Wir wurden gelyncht. Ich habe uns Papiere besorgt. Ja. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Sie haben sie zur Schau gestellt. Bleib und einfach cool. Kann ich nicht. Ich ist über Wasser. Yikes. Ausweise bitte. Bitte schön. Papier. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Boah. Der in seine Augen. Los hier, los! Dort liegen! Verdammte Fireflies. Ich drück Tasten. Achtung. Du Stick. Nee. Controller. Sei nicht so ein Arsch. Das ist jetzt nicht cool von dir. Ah, Menü. Hä? Hä, im Menü geht's noch. Warte, kann ich mich speichern? Welcher ist heute? Der da. Ja. Hä? Es geht doch aber. Ach so. Warte. Welches X? Das. Ach, das X. Ah. Ich spiele zu oft mit PS3-Controller am PC. Da ist das X nicht X. Da ist das Xbox X. Die Luft scheint rein zu sein. Komm. Ich und Steuerung. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Verarzte deine Wunde mit einem Medikit. Rüste das Medikit mit dem Steuerkreuz aus und halte R2. Okay. Ich halte mal lieber gedrückt. Ich will es nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich abbreche. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Mhm. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Werde wahrscheinlich alle noch kennenlernen. Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Mega versteckt. Joel, hilf mir mal damit. Und wer stellt den ganzen Schrott wieder hin? Ich nicht. Seid vorsichtig da draußen. Boah, bitte noch dunkler. Ich sehe nichts. Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Well, I came upon a man at the top of a hill. Called himself the savior of the human race.
see the world.